Wer die Wahrnehmung kontrolliert, der kontrolliert, erschafft die Welt. Sie kontrollieren die Wahrnehmung durch Religion, Bildung, Medien, Mainstream-Internetplattformen und die Mainstream-Alternativmedien, abgekürzt MAM. Mehr als alles andere wird die Wahrnehmung durch den Glauben kontrolliert, dass diese illusorische physische Welt real ist. Das ist der größte Haken an der Sache. Ändern Sie Ihre Wahrnehmung und Sie ändern Ihre Lebenserfahrung. Sehen Sie, was passiert, wenn Sie auf heißen Kohlen laufen und glauben, dass Ihre Füße brennen werden. Sie brennen. Gehen Sie in einen veränderten Bewusstseinszustand, um diesen Glauben außer Kraft zu setzen, und Sie brennen nicht. Ich habe dies viele Male erlebt. Wahrnehmung ist alles, denn die Welt ist ein induzierter Traum. Software-Realität. Oberstleutnant Wayne MacDonald, der den Military CIA Gateway Prozess von Robert Monroe überwachte, sagte später, dass die Ermittler bestätigten, dass unsere Realität eine holographische elektromagnetische Matrix ist. Das ist es, was ich seit mehr als 2 Jahrzehnten aus völlig unterschiedlichen Quellen und Erfahrungen sage. Ich werde die Simulation im Laufe der Zeit noch viel detaillierter beschreiben. Für den Moment reicht es zu wissen, dass die Simulation ein Informationskonstrukt wie ein Wi-Fi-Feld ist, das der biologische Computer des menschlichen Körpers in die Illusion der physischen Realität umwandeln soll. Die Frage ist, warum? Religiöse und antike Geschichten über eine Revolte von Gott beruhen auf der Wahrheit, auch wenn vieles eher symbolisch als wörtlich zu verstehen ist. Die gnostischen Nag-Hammadi-Texte beschreiben dies ebenso wie religiöse Werke einschließlich des biblischen Alten Testaments. Der christliche Glaube besagt, dass der Teufel, / Satan, ein gefallener Engel ist, der aus dem Himmel, Geist, höhere Frequenzen, vertrieben wurde und von Gott in ein niederes Reich verbannt wurde. Der christliche und gnostische Glaube stimmt mit den hebräischen Beschreibungen des Satans als Ankläger und Widersacher überein und der Name bedeutet behindern oder widersetzen. Von Satan, Yaldabaoth, wird gesagt, dass er Gott, das alles, was ist, hasst. Der gnostische Teufel, die gefallene Bewusstseinsverzerrung, die als Yaldabaoth bekannt ist, soll irrtümlich erschaffen worden sein und versucht haben, Gott an sich zu reißen, um sein eigenes Reich zu regieren. Dieses Reich ist die Simulation, die sich über die menschliche Welt der Materie und die astrale Dimension erstreckt. Die Nag-Hammadi-Berichte besagen, dass die menschliche Realität eine schlechte Kopie der ersten Realität ist. Schlechte Kopie, die Simulation. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass unsere Realität eine Simulation ist, lange bevor ich von der Existenz der Nag-Hammadi-Funde wusste. Und wieder einmal waren sie eine Bestätigung und nicht die Hauptquelle. Es ist sehr wichtig, dass so viele Quellen wie möglich gesammelt werden, welche die Themen bestätigen, anstatt nur die Aussagen der Gnostiker als solche zu betrachten. Die Spezialisierung auf eine beliebige Quelle wird sie beeinflussen, was wahr ist und was fehlerhaft oder auslegungsbedürftig ist. Niemand hat das gesamte Bild und je mehr Querverweise wir sammeln können, desto besser.
In der Nakamadi-Texten wird der Begriff HAL verwendet, der in der modernen Sprache mit virtuelle Realität übersetzt wird. Sie beschreiben, wie das Yaldabaoth-Bewusstsein einen Teil der Hauptrealität kopiert hat, um das zu schaffen, was wir eine digitale Version nennen würden. Der legendäre Filmemacher Stanley Kubrick stellte in 2001 Odyssee im Weltraum einen Supercomputer vor, den er HAL nannte. Kubrick sagte, er wolle die Realität vermitteln, dass die Welt von Maschinenwesen bevölkert sein würde oder von dem, was wir heute KI nennen. Das war im Jahr 1968. Kubrick war ein abtrünniger Insider, der in seinen Filmen wie 2001, Odyssee im Weltraum, Uhrwerk Orange, The Shining, Dr. Seltsam und Eyes Wide Shut versuchte, Aspekte der Agenda zu enthüllen. Detaillierte Recherchen machen deutlich, dass Kubrick die erste Mondlandung 1969 gefälscht hat. Teilweise unter dem Vorwand, 2001 Odyssee im Weltraum zu drehen. Kubrick wurde aufgrund seiner Erfahrung mit Spezialeffekten ausgewählt, die er in seiner 48-jährigen Filmkarriere gesammelt hatte. Die Spezialeffekttechniken waren natürlich noch nicht so weit entwickelt wie heute und deshalb kann man sie in den Mondaufnahmen erkennen. Er war der Beste seiner Zeit mit dem, was damals verfügbar war. Sehen Sie sich den hervorragenden Film Kubricks Odyssee über seine Mondlandungsfälschungen von meinem Freund Jay Weidner an, den Sie im Internet finden. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass Stanley Kubrick über Insiderwissen verfügte und seine Filme voller Symbolik und Hinweise waren. Ich bezweifle, dass HAL ein zufälliger Name war. Akonten sind mit Sicherheit eine Form der KI, die weit über das hinausgeht, was wir in der menschlichen Realität als KI wahrnehmen. Sie sehen vielleicht schon den Zusammenhang zwischen der Agenda von Tech-Milliardären und Oligarchen wie Musk und der Art und Weise, wie die gesamte simulierte Realität durch KI erzeugt wird. Die menschliche KI-Agenda mit ihrer elektromagnetischen Cloud und den Gehirnchips ist eine weitere Ebene der Simulation, die auferlegt wird, um das Erwachen der Menschheit zu verhindern. Wann immer die Menschen drohen, an ihrer wahren Notlage zu erwachen, versucht das System einzugreifen, um dies zu verhindern. Der Schleier. Die Gnostiker bezeichnen die schlechte Kopie als die unteren Äonen und die höchste Wirklichkeit als die oberen Äonen, zwischen denen ein Vorhang, ein Schleier oder eine Grenze liegt. Die oberen Äonen haben kein Gefühl der Trennung und werden von den Gnostikern als die Stille, die geräuschlose Stille, die lebendige Stille beschrieben, mit ihrem wässrigen Licht. Im Gegensatz zu dem heftigen elektromagnetischen Licht der simulierten schlechten Kopie. Die oberen Äonen sind reines Bewusstsein oder Bewusstheit, die als die Gesamtheit, die Fülle und die Vollkommenheit der Emanation des Vaters bezeichnet werden. Sie sind das Schatzhaus, das Lagerhaus, die Wohnstätte und das königslose Reich. Die unteren Äonen sind minderwertige Schatten oder Spiegelungen der Blaupause der oberen Äonen. Es gibt das Thema, dass die unteren Äonen eine Reflexion oder ein Schatten, in Klammern Kopie, sind. Die Texte unterteilen die beiden Realitäten in Fülle, Mangel, unsterblich, sterblich, spirituell, psychisch, Geist, Seele, Existenz, Nicht-Existenz, keine Zeit,
Zeit. Das Nakamadi-Manuskript Sostrianos erzählt uns in Bezug auf die Spiegelung, die er, Yaldabaoth, darin sah, schuf er die Welt. Mit einem Spiegelbild eines Spiegelbildes arbeitete er an der Erschaffung der Welt. In der Hypostase der Akonten heißt es, zwischen der oberen Welt und den unteren Reichen besteht ein Schleier. Und unter dem Schleier entstand ein Schatten. Und dieser Schatten wurde zur Materie. Und dieser Schatten wurde auseinandergezogen.